Das aktuelle Jahr geht seinem Ende zu, das neue Jahr steht vor der Tür und für das neue Jahr braucht es natürlich einen Plan. Oder anders ausgedrückt, einen Kalender. In der Weißenfelser Brandsanierung wurde der neue Kalender der Stadtwerke Weißenfels am 5. Dezember offiziell vorgestellt, enthält dieser doch Kunstwerke Weißenfelser Gymnasiasten. Der Kalender wird von den Stadtwerken jährlich neu aufgelegt und erfreut sich großer Beliebtheit. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr gedacht, wir suchen die Kooperation zu Frau Simon und den Schülerinnen und Schülern des Goethe-Gymnasiums und setzen das Ganze unter das Thema Energie. Und es war wirklich überraschend, wie vielfältig und wie auch vielfältig in der Technik und in den Farbgebungen die Ergebnisse sind. Und wir haben uns dann ganz schwierig die Besten rausgesucht und die sind schlussendlich im Kalender gelandet. Zu den Bildern im Kalender ist es dazu gekommen, wir hatten also unterschiedliche Themen, die wir bearbeitet haben. Im letzten Jahr im Zusammenhang auch mit einer Ausstellung, die hier stattfand, zum Sonnengesang des Echnaton, haben wir in unterschiedlichen Klassenstufen an diesem Thema Sonne, Sonnengesang, Licht gearbeitet. Und da sind also zum einen recht verschiedene Arbeiten entstanden, zum Beispiel Collagen mit Schülern der 8. Klasse, malerische Werke zum Thema Licht mit den Elftklässlern. Es sind auch Fotografien entstanden, eher zufällig. Die passten dann plötzlich zum Thema, weil eben das Thema Licht und Sonne thematisiert wurde. Wobei die Schüler da nicht gezwungen waren, an diesem Thema zu arbeiten. Die suchen sich dann auch eigene Themen in der 11. und 12. Klasse. Wir hatten aber zum Teil im Vorfeld schon an diesem Thema gearbeitet, weil wir fanden, dass es ein spannendes Thema ist. Wir haben das also im Kunstunterricht und Frau Simon auch im Religionsunterricht besprochen. Und es gab eine Ausstellung in der Marienkirche in Weißenfels, auch zu diesem Thema mit Arbeiten unserer Schüler. Da das Jahr nur 12 Monate hat, fanden leider auch nur 12 Motive darin Platz. Die Bilder habe ich nicht mit ausgesucht, wir haben die eingereicht und Frau Simon hat in Zusammenarbeit mit den Vertretern der Stadtwerke die Auswahl getroffen. Und die Bilder, die wir jetzt hier sehen, die gehen ja über dieses Thema hinaus. Da hängen jetzt nur zufällig also noch Themen, Bilder zum Thema Licht, Sonne und so weiter. Das ist ja die erste Kinder- und Jugendtriennale des Burgenlandkreises, die hier in den Räumen stattfindet. Da haben also unterschiedliche Schulen des Burgenlandkreises Schülerarbeiten eingereicht. Das Thema war frei und wir finden also hier Arbeiten von Schülern der Gymnasien, aber auch der Sekundarschulen von Klasse 5 bis 12. Und da hat sich eine unabhängige Jury vor, ich sag mal, ungefähr 4 Wochen hier zusammengefunden mit Künstlern und Kunstlehrern. Und die haben aus diesen ganzen eingereichten Arbeiten eine Auswahl getroffen. Mit den Ergebnissen, wenn ich sie dann hier sehe, wenn sie also so sind, dass man sie auch ausstellen kann, dann ist man natürlich sehr zufrieden und auch ein bisschen stolz auf das, was die Schüler geschafft haben. Wobei man bei den Kleinen ja noch mehr anleitet und sich dann auch darüber freut, wenn sie die Hinweise aufnehmen und es dann auch entsprechend wird. Und die Großen, die sind dann schon sicherer in dem, was sie machen und die arbeiten da sehr eigenständig. Da muss man nicht mehr so viele Tipps geben. Zur Bildkomposition beispielsweise. Wie sorge ich dafür, dass ein Bild spannend wird und gleichzeitig ausgewogen ist? Gibt man Tipps zur Farbe oder gibt vielleicht auch mal einen Tipp, wenn die Idee sich nicht einstellen möchte, die eigene Idee. Wenn man eine Malblockade hat, genau, oder so eine kreative Flaute. Der Kalender hat eine Auflage von 1400 Stück und kann bei uns im Kundenservice gerne abgeholt werden und wir stellen ihn unseren Kunden gerne kostenfrei zur Verfügung. Für den Förderverein des Goethe-Gymnasiums gab es eine Spende in Höhe von 500 Euro von den Stadtwerken. Die besten Bilder sollen noch prämiert werden. Also es wird nochmal eine Zusammenkunft geben mit den Künstlern und Kunstlehrern. Da wird eine Auswahl getroffen, welche Bilder sollen jetzt auch nochmal besonders prämiert werden. Wir haben hier einige Bilder, die sind schon richtig berühmt. Zum Beispiel die Wintersonne dort drüben. Die hing also in der Marienkirche. Jetzt hängt sie hier und immer im Kalender ist sie auch zu sehen. Und es gab, glaube ich, auch schon Kaufangebote.